Statement zur Lage der Nation? Die Lage ist ernst, aber nicht aussichtslos. Wir haben jetzt wieder Sonne statt heute am Himmel und im blauen Himmel, das ist ganz toll. Wir sind dabei, den Cunningham zu reparieren, den wir in der ersten Nacht so ein bisschen zerkleinert haben. Das heißt, wir haben den Mantel durchgerissen. Cunningham ist eine nette Umschreibung für die Zeit. Das hat eigentlich eher den Job, das Großsegel beim Reffen runterzuziehen. Sehr schön. Zwei, drei Sätze zu den nächsten Tagen. Ausblick. Der Ausblick für die nächsten Tage aber heißt, dass wir ungefähr so weiter segeln zu einem imaginären Waypoint, der auf unserem Weg nach Brasilien liegt und wo uns eigentlich alle Routings vorbeischicken. Der ist noch 1300 Meilen entfernt, also da haben wir schon ein bisschen dran zu arbeiten. Aber das Wetter soll im Wesentlichen so bleiben. Wir machen eventuell noch einen Kurzschlag nach Westen. Das werden wir uns immer überlegen, wenn die Gelegenheit dazu bietet, weil der Wind ein bisschen dreht. Das schlagen die meisten Modelle vor. Momentan fahren wir aber hier perfekt nach Süden und sind eigentlich noch nicht so richtig wild entschlossen, das zu machen, weil es natürlich ein bisschen schwierig ist, nach Westen zu fahren, wenn man nach Süden will. Sehr gut, vielen Dank.